Ich habe jetzt ein neues Format. Jeden letzten Montag im Monat kommt ein Informationsvideo über Tiere. Im Jänner und im Februar am vorletzten, da wir Geburtstage feiern müssen. Der direkte Vorfahre der Farbmaus ist die Hausmaus. Sie gehört zu den Nagetieren und hat insgesamt 16 Zähne. Genauso wie Hamster haben sie 12 Backenzähne und 4 Schneidezähne. Nur die Schneidezähne wachsen nach. Farbmäuse werden mit 4 Wochen geschlechtsreif. Sie sind 19 bis 21 Tage trächtig und werfen durchschnittlich 4 bis 10 Welpen. Die Kleinen sind Nesthocker, das heißt, sie kommen nackt, blind und taub zur Welt. Die Zuchtreife liegt zwischen 3 und 4 Monaten. Die kleinen Nager leben im Familienverbund und haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Deshalb sollten sie nicht allein gehalten werden. Ihre Körpertemperatur sollte im Normalfall zwischen 38,5 bis 39,3 Grad Celsius liegen. Das Herz schlägt ca. 300 bis 800 Mal in der Minute. Die Lebenserwartung von Farbmäusen ist leider nicht hoch. Sie werden nur 1,5 bis 2,5 Jahre alt. In seltenen Fällen können sie sogar älter werden. Das waren die allgemeinen Informationen zu Farbmäusen. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Bis nächsten Montag!